Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Bayonetta 3. Im letzten Part ist eine Menge passiert, deswegen guckt auf jeden Fall vorbei. Wir haben unter anderem einen anderen Charakter gespielt. Ich glaube, das war dieser Jean. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Die ist da gestorben. Dann haben wir jetzt die Waffe von der bekommen und das komische Monstervieh. Dann war da irgendwie immer dieser riesige Wal. Was auch immer. Was da die Häuser kaputt gemacht hat und so, den wir schon ein bisschen verfolgt haben. Der ist jetzt auch tot. Dafür war jetzt irgendein Nebelzeugs da. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Und wir haben halt Kapitel 3 abgeschlossen. Und sonst würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal in hier dieses Zwischenkapitel wieder rein, was wir freigeschaltet haben. Und wir haben ja auch ein Nebenkapitel freigeschaltet, das gibt es dann danach. Genau, und ansonsten würde ich erstmal sagen, dass ich es nicht wieder vergesse. Das war der falsche Knopf. Jetzt. Lasst gerne ein Abo da. Kommentiert und bewertet. Und tritt gerne unseren Discord bei, werden wir uns sehr freuen. Und wir gehen jetzt gleich mal hier rein und gucken, was hier abgeht. Wir hätten uns eine neue Waffe noch ausrüsten können, ne? Ach, vielleicht dürfen wir es ja gleich noch machen. Ich hoffe es mal. Ich weiß gar nicht, welche ich wegmachen soll. Ich denke eigentlich sogar die normale. Obwohl ich das eigentlich schon cool finde. Ich finde, es ist halt eigentlich schon schlau, immer so eine schnelle Waffe dabei zu haben. Achso, ich bin im Trainingsmodus, ich bin doof. Hätte schon lange rausgehen können. Ups, ups. Tokyo Taito. Da gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier das theoretisch wechseln dürfen. Ja. Theoretisch können wir hier auch noch jetzt dritte große Vieh, und zwar die gute Spinny, auswählen. Na ja, doch, das ist auch richtig cool. Das können wir dann das auch noch theoretisch nochmal kurz reingucken. Weil. Ja, hier haben wir neue Farben theoretisch. Ach, weißt du was? Wir machen es aber mal. Machen wir es auch mal für den heutigen Part. Bisschen Style ändern. Und nur für heute. Machen wir so. Und ich wollte aber eigentlich hier. Jetzt hier auch noch wieder Sachen verbessern. Müssen wir mal ein bisschen machen. Haben wir eh wieder viele Punkte bekommen. Ich setze eh ja nichts gekonnt an. Vielleicht gucke ich hier irgendwann mal rein, aber wir leveln einfach mal ein bisschen Kram. Oh, zu teuer. Nehmen wir das aber noch. So. Wunderschön. Gut. Dann. Gott. Man scheint gleich richtig kämpfen mit unserer neuen Waffe. Ich habe auch kein Problem mit. Anscheinend ist es nur der Kampf, oder wie? Mach ihn kaputt. Falsche Richtung. Ein Stich rein. Läufst du wieder falsch. Okay, und den Rest machen wir selber. Oh, und da kommt noch mehr. Oha. Rau, ne? Okay. Vielleicht erstmal gucken.
Ich vielleicht erstmal ein bisschen weg. Jetzt greift das Vieh weiter an. Einweben und Feuer. Komm. Und bam. Oh, sie hatte noch einen Lebensbalken. Darauf habe ich nicht geachtet. Aber auch das kriegen wir hin. Okay, und wir müssen die ganzen Alraunen jetzt mal kaputt machen. Okay. Schon eingewebt und Angriff. Wir haben 3 Blüten kaputt gemacht. War die denn jetzt schon wieder hier? War schon wieder komplett woanders unterwegs, die Spinne. Zack. Das war aber cool. Das wäre eine coole Bonusmission. Und wie diese eine Bronze gleich so viel runtergezogen hat. Das ist nicht schön. Aber okay. Und wir haben sogar so ein Bonus-Dings abgeschlossen. Oh nein. Oh nein. Oh, das musste jetzt nicht sein. Ich wollte doch nicht. Im letzten Part auch beschwert wegen Waffen und jetzt kriege ich sie alle einfach. Oh nein. Na gut, dann probieren wir die gleich auch noch aus. Eine Scharlachrote. Der Scharlachrote Schatten. Neben Kapitel 1. Welche Dämonen wir austauschen, weiß ich schon, aber ansonsten schwierig. Damn homunculi beat me to the punch. Lucky for them, I'm not looking for a fight. Okay, die war's doch nicht. While they hammer on the front door, I'll make my way in from above. Was ist denn jetzt los? Wir jetzt ein Anime-Opening. Stealth Kill. Links. Within, okay. Muss ich das jetzt gleich machen, oder? Centipede, within. Kann ich jetzt in alles Mögliche verwandeln, oder wie? Und hier auch viele Waffen. Interessant. Machst du? Seems the hotline has been disconnected. This base is no mere tax target. Das ist doch eh zu wenig Platz dafür, um irgendwen zu beschwören.
Hauptsache, sie ist am Breakdancen. Alright then, I'll take care of these bastards myself. Was ist das denn? Abgeschnitten von der Magie. Majandaras Kraftfeld innerhalb der Basis beeinträchtigt Jorans Magie. Höllendämonen können nicht beschworen werden. Neue Lüftungsschächte und Türen. Was? Achso, nutze Lüftungsschächte und Türen, um nicht entdeckt zu werden. Greifst du Gegner unbemerkt von hinten an, kannst du sie nur mit einem Schuss ausschalten. Dies aktiviert auch die Hexenzeit. Hinter Tür lassen sich zuweilen mächtige Waffen finden. Feuere sie mit Y ab. Was ist denn jetzt los? Okay. Wo muss ich denn hin? Kaputt. Das nicht entdeckt werden ist auf jeden Fall nicht so gut hier. The whole facility is overrun. But from the looks of this equipment, it appears the doctor knew just what to expect. Okay, hier müssen wir noch nicht. Da ist ein Punkt markiert, okay. Müssen wir, oh, das wird da hoch. Natürlich kam einfach ein Fahrstuhl von oben. Okay. Schnell hier durch. Darf ich auch nicht. Ich muss da. Oh nein. Okay, gut. Das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Uiuiui. Kommt denn jetzt auch so ein Level hier? Ja, ich hab's gesehen. Okay, so kann man das halt theoretisch machen. Kann ja nicht einfach durchgehen, ne? Ja. Oh, hier, Lüftung. Jetzt geh doch mal da rein. Okay, das bringt mir jetzt nicht so viel. Oh Gott. Okay. Hab immer keine Ahnung, wie ich da runterkommen soll. Doch hier lang. Oh Gott, da will ich nicht hin. Geh weg.
Alter, Klopapier. Ja, schön mit der Hexenzeit. Ich will ja aber nur raus, irgendwie. Ja, so auf jeden Fall nicht. Ui. Immerhin sagen, ich behalte meine Sachen, aber... Okay, dann das haben wir auch. Was immer uns das bringt. Geh doch da raus. Easy. The whole facility is overrun. But from the looks of this equipment, it appears the doctor knew just what to expect. Gegebenenfalls fehlen hier noch zwei von diesen Item-Dingern. Und hoch. Wie komme ich durch diese Tür hier durch? Weiß es nicht. Einfach auf jeden Fall nicht. Hier ist auch nichts. Gucken wir mal hier oben. Oh Gott. Komme ich auch nicht weit. Da war aber noch was, was gut aussah. Einmal hoch, bitte. Das ist aber auch nicht das, was ich brauche. Da ist noch trinken. Ihr darf jetzt hier oben einfach lang gehen mal. Nee. Warum sind die alle nicht miteinander verbunden? Was soll ich denn tun? Viel ist hier doch jetzt auch nicht. Aber hier oben noch irgendwas? Auch nicht. Irgendwas muss ich auf diese Tür hier machen können. Okay, was auch immer. Runter. Hier ist es. Hier musste ich hin. Oh, dann soll ich den Typen da rauslassen. Weiß nicht, ob das auch wirklich so die beste Idee war. Aber gut. Ich muss ihn auch bekämpfen. Na, vielleicht doch nicht. Oh Gott. Ja, hier drückt den Schalter. Ah, okay.
Easy. Oh. Das auch. Und wir können hier durch. War's das? Bitte? Dieses Level fand ich nicht schön. Oh mein Gott. Okay, haben wir. Ach, sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, haben wir erfolgreich das Nebenkapitel und dieses Zusatzlevel abgeschlossen. Das ist eigentlich ein guter Part, würde ich sagen. Haben wir auch eine neue Waffe wieder freigeschaltet und wieder ein neues Beastvieh. Also von daher kann man sich da nicht beschweren. Dann lasst gerne ein Abo, Like und einen Kommentar da. Und tritt gerne unserem Discord bei. Und dann sehen wir uns gleich da oder in der nächsten Folge oder anderen Projekten. Deswegen nicht verpassen. Like da lassen, bis zum nächsten Mal und tschüss.